Mein Zuhause, mein Öffner. Servus und herzlich willkommen zu den Nachrichten von München heute. Und das sind einige unserer Themen. Auszeichnung. Klimaschulen erstmals für Energiesparmaßnahmen durch Kultus- und Umweltministerium geehrt. Oldkirchen. Stimmgewaltiger Seniorenchor erlebt im Wiesenfestzelt seinen ersten öffentlichen Auftritt. Und Champions League. FC Bayern Frauen gehen in das Rückspiel gegen Real Sociedad San Sebastian. Das Engagement für Klimaschutz an bayerischen Schulen wird ab sofort ausgezeichnet. Dafür müssen die Schüler den CO2-Abdruck ihrer Schule ermitteln und einen individuellen Klimaschutzplan erstellen. Mit der Auszeichnung Klimaschule haben Umweltminister Thorsten Glauber und Kultusminister Michael Piazzolo heute zum ersten Mal Schulen geehrt. Sabrina Flemmig und Leonie Hohle berichten. Das Kammermusikensemble des Münchner Pestalozzi-Gymnasiums sorgt im Hubertussaal im Schloss Nymphenburg bei der heutigen Verleihung für das feierliche Ambiente. Denn heute werden die Klimahelden ausgezeichnet. Das Zertifikat Klimaschule vergeben das Kultus- und das Umweltministerium gemeinsam. Weil das ein ganz tolles Projekt ist. Und man merkt es auch bei den Schülerinnen und Schülern, dass sie da gerne mit dabei sind. Das ist ja nicht immer bei allen schulischen Veranstaltungen so oder bei Schulaufgaben. Das immer strahlen die Schüler. Hier ist es der Fall. Und deshalb freue ich mich auch und kann auch strahlen. Um Klimameister zu werden, haben die Kinder sich voll ins Zeug gelegt. Sie haben den CO2-Fußabdruck ihrer Schule bestimmt und eigene Klimaschutzkonzepte entwickelt. So wie die Schülerinnen und Schüler der Johann-Peter-Ring-Grundschule in Ottmaring. Direktorin Alexandra Gregor weiß, für die Kinder ist es wichtig, dass Klimaschutz gelebt wird. Also dass es im täglichen Miteinander einfach bei den Kindern als normal angesehen wird. Also dass es jetzt nicht ein einmaliges Projekt ist, sondern dass es sich durchzieht. Und für uns zum Beispiel das Schönste war, letztes Jahr hat mich eine Mama angerufen und wollte mir mitteilen, dass sie im Urlaub am Strand immer Muscheln gesucht haben. Und weil wir diese Projekte mit Müll und Bewusstsein, also das Plastik im Meer machen, haben die Kinder jetzt Müll am Strand gesucht. Es kommt darauf an, die Kinder zu inspirieren, aber auch die notwendige Unterstützung von Städten und Gemeinden ist wichtig. Bei der heutigen Verleihung soll daher ein Statement gesetzt werden. Das läuft jetzt an seit anderthalb Jahren. Ich will das noch weiter stärken, dass mehr Schulen mitmachen. Und ich weiß auch, dass viele Schülerinnen und Schüler das auch wollen, weil sie sich genau für dieses Thema interessieren und selber auch aktiv werden wollen. In Zukunft sollen noch mehr Schulen in Bayern Klimaschulen werden, geht es nach dem Minister alle. Eine Vollbremsung mussten die Zugführer eines ICEs und zweier Regionalzüge machen, weil ein Besoffener über die Gleise zwischen dem Hauptbahnhof und der Hackerbrücke geschwankt ist. Ein Amerikaner war am Mittwoch gegen 22 Uhr nach dem Besuch des Oktoberfests über die Stammstrecke gelaufen und hatte sich damit in Lebensgefahr gebracht. Die Bahnstrecke musste gesperrt werden. Verletzt wurde niemand. Die Bundespolizei hat den amerikanischen Touristen dann gefunden und bei ihm einen Alkoholwert von 1,3 Promille festgestellt. Gegen den 25-Jährigen wird jetzt ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Weitere Meldungen kommen jetzt von Annalena Bergmann. Verdächtiger festgenommen. Der Mann, der am Rande des Oktoberfests einen anderen Wiesnbesucher durch einen Stich schwer verletzt hat, hat sich der Polizei gestellt. Am vergangenen Donnerstag kam es zu einem versuchten Tötungsdelikt. Dabei wurde ein 21-Jähriger lebensgefährlich verletzt. Die Polizei fahndete daraufhin öffentlich nach Hinweisen, Zeugen und dem Täter. Nun hat sich ein 38-jähriger Münchner mit seinem Rechtsanwalt bei der Münchner Polizei gestellt. Er wurde bereits vernommen und einem Haftrichter vorgeführt. Neuer Impfstoff. Ab heute wird in allen Impfzentren der Landeshauptstadt München der an die Omikron-Variante angepasste Impfstoff verimpft. Zu den städtischen Impfstellen gehören der Gasteig, das Impfzentrum am Marienplatz und im Olympia-Einkaufszentrum. Auch bei mobilen Impfaktionen ist der Impfstoff nun zu bekommen. Der mRNA-Impfstoff ist für Personen ab 12 Jahren als Boosterimpfung erhältlich. Taxifahrer beanstandet.
Bei jedem zweiten Taxifahrer in München gibt es Beanstandungen. Bei einer groß angelegten Kontrolle sind in den meisten Fällen Leistungsmissbrauch oder Verstöße gegen das Mindestlohngesetz festgestellt worden. Dies teilte das Hauptzollamt München am Mittwoch mit. Insgesamt 140 Taxi- und Mietwagenfahrer wurden von den Beamten am vergangenen Wochenende rund um das Oktoberfestgelände kontrolliert. Geprüft wurde, ob Beschäftigungsverhältnisse ordnungsgemäß angezeigt und Mindestlöhne tatsächlich gezahlt wurden. Heute hatten 15 sangesfreudige Rentner ihren großen Tag. Zum ersten Mal trat der Chor der Oldkirchen auf und das mitten im Bräurosl-Festzelt auf der Wiesen. Gegründet wurden die Oldkirchen vom Verein Ein Herz für Rentner, um auf Altersarmut aufmerksam zu machen und die Senioren aus Einsamkeit und Isolation rauszuholen. Vanessa Schösser und Sophia Dreier waren bei der Premiere dabei. Gab es hier auf der Wiesn eine richtige Premiere, denn es war das Debüt des Oldkirchenchores. Und hier sitzen sie alle. Hallo? Was ist das für ein Chor? Von lauter Senioren. Und wir treffen uns alle 14 Tage und üben, dass wir jetzt dann schön singen können. Und was singt ihr dann so für Lieder? Wir singen Oldies. Also alles Mögliche? Ja, alles Mögliche, wo die Leute mitsingen können. Roland, wie bist du zu diesem Chor gekommen? Ja, ich bin der dritte Vorstand vom Verein Ein Herz für Rentner und haben gedacht, wir machen eine Aktivität mit den Rentnern, die wir betreuen, und haben gesagt, singen wir mal ein bisschen. Und dann treffen sie uns alle 14 Tage zum Singen, machen so Schlager und die Leute sind beieinander und haben Freude am Singen und das macht es glücklich, Singen macht eh glücklich. Und dann haben wir die Idee gehabt, dass wir das auf die Wiesn machen. Und der Peter Reichert war gerade zunächst gesagt, machen wir bei ihm. Und jetzt haben wir da, schauen wir, dass wir 20 Minuten die Leute ein bisschen unterhalten können. Jetzt sind schon alle ganz nervös. Und jetzt müssen wir schauen, dass ihr einen ersten Auftritt habt auf der Bühne. Aber das kriegst du schon hin. Sandra, wie ist dieser Chor hier entstanden? Also wir haben auf der Weihnachtsfeier mit dem Roland, das ist unser dritter Vorstand, Weihnachtslieder gesungen. Und dann hat der Roland gesagt, das hört sich so toll an. Lass uns doch einfach einen Chor gründen. Und dann haben wir überlegt, Mensch, wie könnte der denn heißen? Und da sind uns die Oldkirchen eingefallen. Und was ist das für ein Verein? Unser Verein, Ein Herz für Rentner, unterstützt deutschlandweit finanziell Rentner, die Zeit ihres Lebens gearbeitet haben, sich aber nicht das Nötigste zum Leben leisten können, wie eine neue Brille, eine Matratze, Zahnbehandlung oder jetzt natürlich ganz aktuell Nebenkostennachzahlung und Stromnachzahlung. Kanntet ihr euch alle vorher? Zum Teil. Ah ja. Ja. Aber haben sich wahrscheinlich neue Freundschaften gebildet? Ja, mal so, immer wieder situativ. Wir kommen zum Sport. In der Women's Champions League können die Frauen des FC Bayern München die Qualifikation für die Gruppenphase klarmachen. Die Bayern-Spielerinnen bestreiten am Donnerstag das Rückspiel gegen das spanische Team von Real Sociedad San Sebastian. Das Hinspiel gegen San Sebastian haben die Münchnerinnen mit 1:0 gewonnen. Es berichtet Anna-Lena Bergmann. Es wird ein Alles-oder-Nicht-Spiel für die FC Bayern-Frauen, denn trotz des Erfolges in der ersten Begegnung mit San Sebastian ist die Teilnahme an der Champions League keineswegs sicher. Und nur wer sich in der Qualifikationsrunde durchsetzt, ist dann auch in der Königsklasse dabei. Ja, glaube ich, wäre es schon wichtig, wenn wir morgen wirklich unsere Bestleistung von der ersten Minute zeigen und nicht wieder so lange brauchen, bis wir mal zu einer Chance kommen. Ich glaube, dass das unserer Mannschaft immer auch in der Vergangenheit sehr, sehr gut getan hat. Der 1:0-Sieg der Bayern-Spielerinnen im ersten Qualifikationsspiel liegt knapp anderthalb Wochen zurück. Dazwischen waren die Münchnerinnen auch in der Bundesliga erfolgreich im Einsatz. Ohnehin sind sie in dieser Spielzeit in drei Wettbewerben noch unbesiegt. Wir müssen sicher gehen, dass wir die Situation meistern. Wir spielen unser Spiel und wenn wir das tun und zu unserer Bestleistung kommen, denke ich, dass wir sehr souverän sein werden.
Durch das Champions League-Qualifikationsspiel haben die Bayern eine englische Woche vor sich. Gleich am Sonntag folgt das nächste Bundesligaspiel. Doch den 2 Spiele die Woche Takt sind die Spielerinnen längst gewohnt. Ich persönlich finde, dass dieses Zwischenspiel, sage ich mal, vor der Champions League uns persönlich jetzt als Team sehr, sehr gut tut, weil wir natürlich auf dem Niveau jetzt einen sehr guten Gegner haben, der uns natürlich auch hilft, nochmal weiterzukommen. Die Entscheidung, ob die FC Bayern Frauen auch in dieser Saison in der Champions League spielen, fällt in München. Und das Gute daran ist, die Spielerinnen in Rot-Weiß haben es selbst in der Hand oder besser gesagt auf dem Fuß. Und die Veranstaltungstipps hat heute Anna-Lena Bergmann zusammengestellt. Diagnose Demenz. Es ist ein Schrecken ohne Gespenst. Anlässlich der Woche für Demenz zeigt das Fuhlskino in Holzkirchen einen Film, der sich mit dieser Krankheit auseinandersetzt. Der Dokumentarfilm thematisiert die Demenzerkrankung von Elfriede Roggenhofer. Die eigentlich für privaten Zwecke angedachten Filmaufnahmen sollen nun für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, um auf dieses sensible und immer aktuelle Thema aufmerksam zu machen. Lesekreise. Lesen, diskutieren und Kontakte knüpfen. Unter diesem Motto findet ab morgen wieder der Lesekreis in der Stadtbibliothek Freising statt. Ein Buch, meist ein Roman, wird dabei ausgesucht, besprochen und bis zum nächsten Treffen gelesen. Jeden letzten Donnerstag im Monat gibt es den Lesekreis bis Ende 2022. Der erste Roman ist Diana die Süße von Maria Matthäus. Interessierte können ohne Anmeldung kostenlos ab 20 Uhr teilnehmen. Ausstellungsführung. Ein Streifzug durch die Münchner Clubkultur. Das können Münchner am Freitag bei einer Führung im Stadtmuseum erleben. Zusammen mit dem Journalisten, Musikredakteur und DJ Tobias Wullert werden die Eigenheiten und Besonderheiten des Nachtlebens entdeckt. Die Ausstellungsführung beginnt um 16.30 Uhr und dauert etwa eine Stunde. Der Eintritt kostet 3 Euro. Reise durch den Kosmos. Die Volkssternwarte München lädt ein. Im Oktober kann es auf eine Reise durch den Kosmos gehen. Dr. Florian Freistetter erzählt dabei mehr von Sternen, dem Urknall und der Astronomie. Es geht außerdem um die Suche nach außerirdischem Leben bis hin zu schwarzen Löchern. Den Themen sind da keine Grenzen gesetzt. Karten sollten sich frühzeitig gesichert werden, da das Event jedes Jahr gut besucht ist. Die erste Hälfte der Arbeitswoche ist geschafft. Auch die Wiesn geht allmählich in den Endspurt über. Und wie das Wetter für den zweiten Teil der Woche und für die abschließenden Wiesentage wird, das weiß Anna Gröbel. Der Mittwoch fiel regelrecht ins Wasser. Bei uns in München gab es mehr oder weniger von morgens bis abends Regenwetter. Anders sah die Sache in Franken aus, wie hier in Würzburg. Da lockerten die Wolken auch mal auf und es schien für eine Zeit lang die Sonne, da war es zeitweise richtig freundlich. Das unbeständige Wetter geht aber im Großen und Ganzen weiter. Wir haben es mit einem Tiefdruckkarussell über uns zu tun und das bestimmt zusammen mit kühler Luft das Wetter in Bayern. Aber nicht nur bei uns in Bayern ist es zurzeit unbeständig. Wenn man sich hier die Niederschlagsvorhersage für ganz Europa anschaut, dann sieht man da ganz schön viele Regengebiete, zum Beispiel auch in Spanien, in Italien, in Kroatien. Ja, in Italien und in Kroatien kommt da sogar einiges an Regen runter mit der Gefahr von Überflutungen. Bei uns in Bayern wird der Donnerstag nicht mehr ganz so nass wie der Mittwoch, aber es kommt schon noch einiges an Regen runter. Vor allem nachmittags Richtung Alpen regnet es sich wieder ein. Sonst weiter im Norden gibt es nur einzelne Schauer und zwischendurch Sonnenschein. In Oberbayern, da hat die Sonne aber ganz schön schwer. Da ist am Donnerstag Dauergrau angesagt und es regnet zeitweise. Das meiste kommt an den Alpen runter oder auch in den Alpen. Und da bleiben wir dann teilweise sogar im einstelligen Bereich. Aber auch sonst ist es zu kühl für diese Jahreszeit mit Höchstwerten von 10 bis 13 Grad. Ja, auch bei uns in München ist es ziemlich herbstlich zum Start in den Tag. Recht trüb, gelegentlich mit ein paar Regentropfen, teilweise aber noch trocken. Aber trotzdem mal lieber den Regenschirm einpacken, denn im Tagesverlauf kann da immer wieder mal etwas regnen.
Regen fallen, die Sonne hat da kaum eine Chance und die Temperaturen erreichen unter den Regenwolken 11 Grad. Dort, wo es längere Zeit trocken bleibt, gibt es auch mal 12 oder 13 Grad. Der Freitag sieht so ähnlich aus. Es geht recht trüb weiter. Es kann gelegentlich noch ein bisschen regnen bei maximal 13 Grad. Zum langen Wochenende, zum Wiesenendspurt, wird es deutlich milder. Es gibt 17 oder sogar 18 Grad. Aber das Wetter, das treibt es dann richtig wild. Ja, wir haben es mit Sturmtiefs zu tun. Es kommt einiges an Regen auf uns zu. Immer wieder zieht der kräftige Regen durch und auch Wind wird ein deutliches Thema sein. Vor allem am Sonntag, da drohen sogar stürmische Böen mit über 60 km/h. Erst zum Feiertag, zum letzten Wiesentag, kann sich das Wetter beruhigen. Also am Montag meist schon trocken mit der Mix aus Sonne und Wolken und auch danach geht's mit ruhigem Wetter weiter. Die Änderung der umstrittenen 10H-Regelung für Windräder, eine geforderte Zugangserleichterung für Lehrkräfte aus der Ukraine und aus weiteren Staaten mit EU-Beitrittskandidatenstatus waren einige der Themen im Bayerischen Landtag. Romana Füssel hat über diese Themen mit Politikern des Plenums gesprochen. Willkommen zur ersten Ausgabe von Plenum TV nach der Sommerpause. Der Ausbau der Windkraft ist in Bayern nicht nur zum Stillstand gekommen. Im vergangenen Jahr ist der Bestand um mehr als 40 Anlagen zurückgegangen. Der Freistaat will nun umfangreiche Flächen ausweisen, auf denen mit oder trotz 10H-Regelung neue Windräder errichtet werden könnten. Wir konnten uns jetzt mit dem Koalitionspartner auf eine gute Lösung einigen. Die 10H-Regelung bleibt bestehen, aber es gibt Ausnahmen da, wo es sinnvoll ist, beispielsweise in Vorranggebieten, Gewerbegebieten oder an Bundesstraßen. Und so können wir den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben, aber auch die Sorgen und Belange der Bürgerinnen und Bürger berücksichtigen. Wind ist genau dann da, wenn die Sonne nicht scheint. In der Nacht, im Winter. Da nützt uns die Photovoltaik nichts und da brauchen wir den Wind. Und wir haben im Moment vielleicht 50% des gesamten Energiebedarfs in Bayern für unsere Industrie, fürs Handwerk, für die Privathaushalte, die wir selber mit erneuerbaren Energien erzeugen. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja in Bayern wirklich auch den Strom produzieren, den wir brauchen, um unsere Arbeitsplätze hier zu erhalten. Mit dem Gesetz kommen wir da aber nicht hin und deswegen wäre es wichtig, dass wir diesen unsinnigen Windkraftstopp in Bayern endlich aufheben. Wir erleichtern jetzt erstmals die Erneuerung von Anlagen. Es gibt ja viele, die schon alt sind. Und wenn man da neue Anlagen hinstellt, gibt es mehr Strom. Dann machen wir entlang von schon vorhandenen Eingriffen, also Verkehrsinfrastruktur, Bahninfrastruktur, ja, wo eh schon die Trasse da ist, eine Erleichterung für Windkraft. Wir machen sie in der Nähe von Gewerbegebieten. Wir machen sie in speziellen Vorrangflächen und Sondergebieten, die wir auch ausweisen und natürlich auch auf militärischen Geländen und im Wald. Und damit, glauben wir, werden wir bald auch bei der Windkraft deutlich aufholen. Zu Hunderten sind Lehrerinnen und Lehrer aus der Ukraine nach Deutschland geflohen. Doch sie dürfen bei uns nicht als Lehrkraft angestellt werden. Trotz EU-Kandidatenstatus waren bei uns nie mehr als 30 Lehrkräfte ukrainischer Herkunft eingestellt gewesen. Beantragt wird jetzt ein niederschwelliger Zugang zum Lehramt. Das ist eine andere Ausbildung, eine Bachelor-Ausbildung in der Ukraine, auch ohne Referendarzeit. Und insofern geht es jetzt einfach darum, die, die bei uns arbeiten, denen dann auch eine Zukunftsperspektive zu geben. Da passt aber der Gesetzentwurf jetzt nicht, sondern da muss man sich wirklich dann die einzelnen Fälle anschauen und auch, was für Maßnahmen wir ergreifen. Ich jedenfalls bin dankbar, dass wir bei uns ukrainische Kräfte haben, die auch unterrichten. Ich will da jetzt nicht hohe Hürden aufbauen, aber ich glaube, dass wir da an vielen Schrauben drehen müssen. Es ist versäumt worden von der Staatsregierung. Man hat zum Beispiel im Sommer immer wieder bis heute junge Lehrerinnen und Lehrer, die nur befristet beschäftigt waren, entlassen. Man hat da gar keine Perspektive geschaffen, dass junge Leute gesagt haben, Mensch, ich will Lehrerin oder Lehrer werden. Und wir müssen jetzt die Gehälter verbessern, wir müssen das attraktiver machen. Und es kann ein Baustein sein, aber es reicht nicht aus. Mich überrascht der FDP-Antrag, ganz ehrlich, weil ja gerade jetzt zum Schulstart, der ist ja nicht lange her, zu lesen war, wie viele neue Lehrer eingestellt werden und vor allem, dass auch ukrainische Lehrkräfte eingestellt werden für die ca. 30.000 ukrainischen Kinder, die wir jetzt in bayerischen Schulen haben. Also komisch, es werden schon hunderte von ukrainischen Lehrkräften eingestellt und es wird behauptet, das sei nicht möglich. Es ist möglich, es ist jetzt schon möglich, es ist geschehen, beispielsweise als Aushilfslehrkräfte und insofern ist der Antrag eigentlich überflüssig.
Das war's für heute. Plenum TV gibt's Mitte Oktober wieder zur nächsten Plenarsitzung. Bis dahin, auf Wiedersehen hier bei München TV. Viel Vergnügen jetzt noch beim weiteren Programm von München TV und natürlich auch bei unserer Übertragung vom Oktoberfest. Servus.